Und wir haben in der Türkei echt komische Namen. Zum Beispiel, haben wir Türkinnen hier, außer ihr zwei? Ihr anderen zwei, wie heißt ihr? Ayşegül. Gül heißt Rose. Also Ayşegül heißt anscheinend die lebende Rose. Ja, ist ja eine Lüge. Also. Wer ist deine Freundin? Idem. Kann die auch reden? Wie heißt du? Idem. Was bedeutet das? Paradiesgarten. Und zusammen sind wir der Däner. Gartensender, herzlich willkommen. Die gehört auch dazu. Wie heißt du? Wenn du jetzt auch irgendeine Pflanze bist, ja, dann bring ich mich um, Alter. Wie heißt du? Wie? Oha! Oha! Was? Wisst ihr, ey, sag mal ganz laut, was dein Name bedeutet. Sag's mal ganz laut. Rosig. Geil, was, wenn jetzt ein Inder reinkommt und sagt, wollen wir Blume kaufen?